in diesem Video zeige ich euch, wie man einen Bauchnabel richtig pflegt. Gerade bei Bauchnabeln, die nach innen geformt sind, ist die regelmäßige Pflege sehr wichtig, damit diese nicht austrocknen und keine Entzündungen entstehen. Hierfür benötigt ihr nichts weiter als eine Feuchtigkeitscreme, zwei Q-Tips und einen Lappen, den ihr auf der einen Seite nass macht und ein wenig Seife drauf tut. Ihr fangt damit an, indem ihr mit dem Q-Tip ganz vorsichtig den groben Schmutz aus dem Bauchnabel rausholt. Nun könnt ihr die andere Seite des Q-Tips befeuchten und noch einmal mit dem feuchten Q-Tip in euren Bauchnabel gehen. Danach geht ihr mit dem Seifenwasser auf eurem Handtuch über den Bauchnabel, auch mit dem Finger schön rein, dass ihr so gut wie überall drankommt. Und wischt ihn nun mit der anderen Seite des Tuches trocken. Nun nehmt ihr ein wenig Feuchtigkeitscreme auf euren Finger und treibt diese schön um und in euren Bauchnabel. Um auch innen an alle Stellen dran zu kommen, braucht ihr euer zweites Q-Tip und verteilt es schön. Wiederholt diese Pflegetipps 2 bis 3 Mal die Woche.